Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist André Peschke und ich präsentiere Ihnen an dieser Stelle die 10 wichtigsten Rollenspiele des Jahres 2015. Und weil das immer spannender ist als Rangliste, habe ich die 10 in der mir eigenen Willkür einfach mal zu einer Top 10 angeordnet. Das ist allerdings nur meine persönliche Auflistung, nicht die der ganzen Redaktion. Also, los geht's. Nummer 10, Might & Magic Heroes 7. Dazu muss man eigentlich nicht allzu viele Worte verlieren. Es ist immerhin ein neues Heroes. Neulich habe ich den guten alten dritten Teil zum, wievielten Mal ausgepackt, angefangen zu spielen und pupp, schon gingen die Stunden dahin. Aber André, fragt ihr euch vielleicht, wenn das so toll ist, wieso steht's dann bitte auf Platz 10? Naja, weil ich bei Ubisoft inzwischen erstmal vorsichtig abwarte, ob da nicht irgendeine Always-on-Free-to-Play-Generalüberholung stattgefunden hat. Erscheinen soll es noch dieses Jahr, vermutlich nur auf PC, dann wissen wir mehr. Platz Nummer 9, EverQuest Next. Ein Sandbox-MMO, das quasi die gestalterischen Freiheiten von Minecraft mit klassischem Rollenspiel vermischt. Also man kann über Sony Online Entertainment bzw. zukünftiger Daybreak Game Company sagen, was man will, aber mit diesem neuen Teil des MMO-Klassikers trauen die sich echt was Neues. Das muss belohnt werden, deswegen steht's auch in dieser Liste und schafft es auf Platz 9. Leider wird's Free-to-Play und wer mich kennt, der weiß, zu mehr kann ich mich da echt nicht durchringen. Nachdem das Landschaftsgärtnermodul Landmark schon seit einiger Zeit in der Beta steckt, soll es mit dem richtigen Spiel auch schon 2015 soweit sein für PC und PS4, wobei das mit der PS4-Version, wollen wir mal sehen, ob das noch gilt, jetzt nachdem Sony Online Entertainment verkauft wurde. Wir drücken die Daumen, PS4-Spieler. Dark Souls-Entwickler From Software widmet sich in knapp 6 Wochen mit Bloodborne erneut der Frage, wie viele Spieler bezahlen eigentlich Geld dafür, dass wir sie immer wieder elendig krepieren lassen? Die Antwort, zumindest einer, nämlich ich, denn das Horrorszenario von Bloodborne finde ich extrem schick und dass es Kollege Stange bereits als ein quasi Dark Souls 3 geadelt hat, schadet eigentlich auch nicht. Wermutstropfen für PC-Spieler, mit Bloodborne kehrt From Software in die Sony-Knechtschaft zurück. Genau wie der Erstling Demon's Souls ist auch dieser Titel wieder PS4-exklusiv, beziehungsweise damals PS3. Und Sony hat schon gesagt, eine PC-Version ist ausgeschlossen. Und wo wir gerade bei PS4-exklusiv sind, die Spiele, über die man am wenigsten weiß, sind ja oft die interessantesten. Daher auf Platz 7 Deep Down von Capcom, exklusiv für PS4 und angeblich noch 2015 fertig, sieht das Ding in seinen ersten Trailern einfach famos aus. Ein bisschen Lost Planet-mäßiges Gegnerdesign, Gameplay mit Reminiszenzen von Dark Souls, ein scheinbar ausladender Multiplayer-Modus und ein Setting, das aussieht wie Mittelalter, aber im New York des Jahres 2094 spielt, klingen bereits faszinierend. Das dicke Ding aber, Umgebungen und Gegner sollen zufallsgeneriert sein, heißt, ich träume jetzt erstmal von einer fetten AAA-Roguelike-Dungeon-Crawler-Mischung, bis mich irgendwann die grausame Realität einholt. Platz Nummer 6, Kingdom Come Deliverance. Seitdem ich meinen Kollegen in der Alpha minutenlang dabei zusehen durfte, wie sie einem Schaf nachgelaufen sind, weiß ich, die Mittelalterwelt dieses AAA-Indie-Rollenspiels hat ihren ganz eigenen Charme. Nach Jahren voller Orks und Elfen amerikanischer Prägung finde ich übrigens allein den Gedanken an eine authentische Spielwelt europäischer Machart durchaus angenehm, auch eine Welt ohne Drachen, dafür aber mit komplexem Kampfsystem, das sagt mir zu. Und ja, auch Mount & Blade 2 hätte an dieser Stelle vielleicht stehen können, aber am Ende haben wir dann dem unbekannten Neuling einen Platz auf der Liste gegeben. Der ist übrigens für 2015 angekündigt, vorerst nur für den PC, aber ob der dieses Jahr wirklich fertig sind, naja, wir glauben's, wenn wir's sehen. Und wo wir gerade über Indie sprechen, 2015 könnte ohnehin das Jahr der großen Indie-Rollenspiele werden. Ein weiterer heißer Kandidat ist dabei die inoffizielle Baldur's Gate Wiederauferstehung Pillars of Eternity. Erste Previews sagen, Dialoge und Charakterentwicklung sind super, die Taktikkämpfe noch nicht ganz so der Knaller und wie es mit der Handlung aussieht, das muss man erst noch sehen. Trifft sich hervorragend, denn ich will's ja sehen. Also, liebe Obsidian-Mitarbeiter, her damit! Angesetzt ist es für den 26. März, vorerst nur auf PC. Und ja, weil es Obsidian ist, rechnen wir sicherheitshalber mal mit Juni?
Platz Nummer 4 und eine reine Fanboy-Einstufung an dieser Stelle für The Legend of Zelda Wii U. Ich bin mit Link aufgewachsen und als ich neulich A Link Between Worlds auf dem 3DS gespielt habe, wurde mir erst wieder klar, wie fantastisch diese Spielreihe sein kann. Die ersten Spielszenen der Wii U-Umsetzung sehen schon mal dufte aus, scheint also so, als wäre 2015 dann auch das Jahr, wo ich mir die Konsole endlich zulegen muss. Denn auch das ist ein Exklusivtitel, stellvertretend also für alle Nicht-Wii U-Besitzer. Platz Nummer 3, Witcher 3. Und ich hör's schon. What? Witcher 3 auf Platz 3? Aber das ist doch der Mega-Hype-Messias der Rollenspiele, André. Wieso? Wie kannst du es wagen? Wartet ab, was auf Platz 2 kommt, dann wird's noch schlimmer. Aber persönlich finde ich die fantastische, detaillierte, offene Spielwelt und das geniale Gegnerdesign zwar total super, bin aber echt skeptisch, ob CD Projekt das am Ende wirklich mit Leben füllen kann und nicht nur mit Bugs. Außerdem war Witcher 2 meiner bescheidenen Meinung nach zwar optisch auch schon der absolute Knaller, aber Kampfsystem und Story hätten ein bisschen besser ausfallen können. Ich freue mich auf Witcher 3, so ist es nicht. Am 19. Mai soll es soweit sein, dann sehen wir auch, wie gut das Ding wirklich wird. Aber ganz persönlich auf der Hype-Skala habe ich andere Titel weiter oben. Und die sehen wir jetzt. Oh ja, ernsthaft. Mass Effect 4 vor Witcher 3. Ich sagte es eingangs, die Liste in der Reihenfolge entspringt meiner persönlichen Willkür und sorry, auf ein Mass Effect 4 habe ich einfach mehr Bock als auf den Witcher. Ob es denn dieses Jahr tatsächlich noch was wird? Unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie wenig da bisher zu sehen war. Andererseits braucht EA aber auch noch ein paar starke Titel fürs Weihnachtsgeschäft. Hin oder her, mich fasziniert das Sci-Fi-Universum mit seinen coolen Charakteren einfach schon seit jeher und schwacher dritter Teil, Hü oder Hot, Commander Shepard in Next-Gen-Optik, darauf freue ich mich beinahe am meisten. Und irgendwann hieß es ja mal, soll ich dieses Jahr noch rauskommen für PC, PS4 und Xbox One, also toi, toi, toi. Und hier ist es Platz Nummer 1 und mit $100 meine teuerste Kickstarter-Investition aller Zeiten. Dieses Jahr soll es fertig werden, Torment, Tides of Numenera und logisch, ja, ich habe jeden Cent in die blinde Hoffnung gesteckt, es könnte auch nur ansatzweise so gut werden wie Planescape Torment. Dank der Originalschreiber und einer schon jetzt wunderbar andersartigen Fantasywelt steigen Hoffnung und Ungeduld quasi täglich an. Die Aussicht auf ein intelligentes Rollenspiel, das mir eine Welt zeigt, die ich bisher noch nie gesehen habe, das ist eindeutig meine Nummer 1. Falls ihr das alles aber ganz anders gemacht hättet, hey, schreibt uns doch eure Top 10 der Rollenspiele 2015 einfach in die Kommentare. Oh, oh, halt, ha, Moment, Bonusrunde. Persona 5 hat es nicht auf diese Liste geschafft, weil die Reihe im Westen leider keine Sau interessiert. Was allerdings ein verdammter Skandal ist. Die Mischung aus Dungeon Crawler, Dating Sim und ein bisschen Taktik hat es mit dem 14. Teil geschafft, eines der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten aufs Parkett zu legen. Ehrlich, spielt es. Es ist anders als alles, was ihr sonst gespielt habt. Es ist irrsinnig motivierend. Es ist ein fantastisches Spiel. Ich weiß, es sieht total bescheuert aus. Probiert's trotzdem aus. Ich habe auch ewig davor gestanden und gedacht, so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Es ist fantastisch. Und falls der 5. Teil diese Qualität halten kann, ist das das heimliche beste Rollenspiel des Jahres 2015.